Also was wir erleben seit 2008, ist doch ein historischer Vertrauensverlust. In das Geldsystem, in die Banken, weil die uns alle betrogen haben, in die Politik, weil die, die wir demokratisch legitimiert haben, nicht uns vertreten haben in der Krise, sondern den Banken zur Seite gesprungen sind und noch mit unseren Steuergeldern gerettet haben und Garantien vergeben haben. Parallel haben wir noch ein... Natürlich. Nein, ja, klar. Wir alle haften doch für den ganzen Kladderadatsch, für die Griechenlandrettung. Wieso sind denn die Tage 2 Seiten auf dem Rekordniveau, wo wir keine Krise haben? Wir sind höher wie 2012 während der Griechenland- und Euro-Krise. Und was Sinn macht, ist, dass die, die Verantwortung tragen, immer auch Lösungen bringen müssen. Und die bringen sie aber nicht. Die doch, Politik versagt auf ganzer Linie. Wir erleben doch ein historisches... Überall. Schauen Sie doch die Wahlen in Ihrem Bundesland an. Die Rechten und die Linken haben da erstmal die Mehrheit bekommen. Und wir werden weiterhin Tendenzen sehen, dass die Ränder immer stärker werden, weil die Menschen das Vertrauen in die etablierten Parteien verlieren. Und das leider völlig zu Recht, weil sie lethargisch sind und weil sie inkompetent sind.